Hilfe, da kommt eine Horde Wahnsinniger vom Schiff runter. Es gibt ein Kreuzfahrtschiff, das bei seiner Tour durch die Karibik Angst und Schrecken verbreitet hat. Denn immer wenn das Schiff angelegt hat und der Landgang anstand, kamen da nicht so klischeehafte Traumschiffpassagiere raus, sondern 2000 Heavy-Metal-Fans. André Goltsche. 2000 Heavy-Metal-Fans verwandelt diese Kreuzfahrt in ein schwindendes Rockkonzert, Landausflug inklusive. Mehrere tausend Euro kostet der Luxustrip in die Karibik ohne Getränke. Wir schauen mal hinter die Kulissen dieser ganz besonderen Kreuzfahrt und erkennen schnell, dass sich die Gäste für alles Mögliche interessieren, nur nicht unbedingt für Sehenswürdigkeiten oder Land und Leute. Und nur mal vom Schiff aus jetzt ein bisschen die Beine vertreten, lecker Bierchen trinken und gleich wieder guten Metal hören, das ist alles, was wir haben wollen. Ne? Also wir sind zufrieden. Total cool, die Leute alle, auch die das Servicepersonal und so, die kamen dann nach dem zweiten Tag schon an und hier mit der Pommesgabel und so. Es ist das erste Heavy-Metal-Festival auf einem Kreuzfahrtschiff. Die Majesty of the Seas ist der Luxusliner der Royal Caribbean Flotte, welche dafür herhalten muss. Eigentlich schippen mit diesem Kreuzfahrtschiff eher gediegenere Leute über die Meere. Doch diesmal ist die Fracht eine etwas andere. 40 Bands spielen auf dem Weg durch den Golf von Mexiko 4 Tage lang Heavy-Metal-Musik. Auch unser Reporter ist im Hafen von Miami mit an Bord gegangen. 10 Stunden Flug und einen kräftigen Jetlag habe ich jetzt auch schon hinter mir. In circa einer Stunde soll es jetzt losgehen mit der Kreuzfahrt quer durch die Karibik. Nur wenn ich mir die Leute hier anschaue, dann weiß ich nicht, ob ich wirklich so der Richtige bin für diese Reportage. Weil ich habe irgendwie keine langen Haare und vom Outfit her passe ich auch noch nicht so richtig dazu. Heavy Metal dekadent. Statt Zelten im Schlamm gönnt sich der feine Hardrock-Fan mal etwas Luxus. Nicht zuletzt, weil eine kühle Dose Bier fast 4 Euro kostet. Die sonst so beliebte Poollandschaft muss für 4 Tage auf hoher See einer Hardrock-Bühne weichen. Im Whirlpool reckeln sich zumeist betrunkene, halbnackte Fans. Im Casino achtet man mal nicht auf passende Garderobe. Und im sonst so vornehmen Theater grölen jetzt die Edelrocker. Die Mitarbeiter haben so ein bisschen komisch geguckt, als so viele langhaarige, tätowierte, schwarz gekleidete Menschen auf einmal aus dem Boot gekommen sind, oder? Ja, die haben natürlich, die wussten nicht wirklich, was zu erwarten war. Aber inzwischen ist das ganze Schiff, das ganze Personal, die ganze Crew ist völlig begeistert. Vor allem, wie friedlich das Ganze abläuft, wie freundlich die Menschen sind. Und ich meine, wir haben hier Gäste aus 48 Ländern, aus allen Kontinenten. Und das ist auch was Neues. Normalerweise haben die hier 80% oder mehr amerikanische Gäste an Bord. Und die sind vor allem meist gepflegter. Zwischenstopp in Mexiko. Auch hier schauen die Einheimischen leicht irritiert, vor allem aber fallen die ungepflegten Kreuzfahrtgäste durch ihr Benehmen auf. Das ist crazy people. Das sind verrückte Leute, sie trinken einfach so unglaublich viel Bier. Ich habe noch niemals in meinem Leben solche Kreuzfahrtgäste gesehen. Einen ganzen Tag hatten sie Zeit. Viel haben die Karibikurlauber von der mexikanischen Insel Cozumel nicht gesehen. 6 solcher riesigen Kreuzerschiffe stehen alleine heute hier im Hafen von Cozumel in Mexiko. Und genau darauf haben sich die Menschen hier in Mexiko auch eingestellt. Denn statt karibischem Feeling bekommen die Leute hier eine kilometerlange Einkaufsstraße mit unzähligen Souvenirgeschäften. Endlose weiße Strände erleben die Hardrock-Fans hier zumindest nicht. Für sie ist nur die Kreuzfahrt wichtig und dafür haben sie tief in die Tasche gegriffen. Ist das mal Heavy Metal dekadent? Ja, das kann man so sagen, ja. Günstig ist ja nicht gerade, ne? Aber ich sag mal so, andere fahren nach Mallorca, blasen da am Wochenende 2000 Euro durch und ist dasselbe, nur für uns ist halt die Musik. Ne? Wäre meine letzte Frage gewesen. Was lasst ihr euch den Spaß kosten? Ja. Ich meine, man macht es nur einmal, ne? Und deswegen ein paar tausend Euro sind da locker mal eben weg, ne? 4000 pro Kopf kannst du rechnen. Auch Stefanie, Nina, Patrick und Christoph haben eine Menge dafür bezahlt, ihre Stars hautnah zu erleben. Und die bringen das Erlebnis auf den Punkt. Da spielt eine Metalband, dann haben wir hier die Sonne, wir haben was zu trinken und wir fühlen uns einfach gut. Also kommen wir auch mal zurück. Ja, genau. Was will man, was will man mehr? Einmal kurz Traumschiff gucken und dann einen weiten Ausschnitt auf YouTube und das dann irgendwie zusammenbringen und dann hat man das. Dann kann man sich das vorstellen, ne, wie das abläuft hier. Man kennt die Band sonst immer nur von Bühnen, wo sie dann oben vor dir stehen, wo du dann in der Reihe stehst und sagst,
Sind das auch normale Menschen, sag ich mal? Und jetzt frühstückst du sozusagen mit denen, die sitzen neben dir, trinken mit dir ein Bier, mit denen kann man sich gut unterhalten, auch normale Menschen. Und wir vier selber haben uns da so ein Wort, das ist amazing. Und ich glaube, das beschreibt das hier einfach alles. Es wurde fünfmal so viel getrunken wie auf einer normalen Kreuzfahrt. Als sich die Besitzer der Schmuck- und Modegeschäfte im Innern des Schiffes haben sich über fehlenden Umsatz beschwert. Aber der Alkoholkonsum gleicht den Verlust sicher wieder aus. Und so gibt sich der Hoteldirektor auch mehr als begeistert vor unserer Kamera. Die Zusammenarbeit mit den Gästen, den Organisatoren, den Bands und der Crew war großartig. Ich habe in Andy Piller mit einem wirklich tollen Musikmanager zusammengearbeitet. Es war toll. Wir sind stolz, so eine harmonische Gruppe von Menschen an Bord zu haben. Wir sind wirklich sehr dankbar, hier arbeiten zu dürfen. Obwohl reichlich Alkohol getrunken wurde, war es stets friedlich, das Schiff ist ganz geblieben und die Macher planen schon jetzt wieder eine nächste Kreuzfahrt der metallischen Art.